Guten Morgen, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Mal sehen, ob das ein Eintages-, Mehrtages- oder sogar vielleicht die ganze Woche Vlog wird. Ich ziehe mir erstmal die Schuhe aus. Heute ist Montag und ich dachte, ich beginne die Woche einfach mal mit einem Vlog. Es ist also für heute nicht allzu viel geplant. Ich mache einfach ein bisschen Haushalt und sowas. Also wir hatten am Wochenende Besuch und da nimmt man sich ja schon eigentlich mehr Zeit für den Besuch, beziehungsweise macht halt nicht so den normalen Haushaltskram, sage ich mal. Ich habe zum Beispiel, obwohl ich Freitag, Samstag und Sonntag hätte waschen können, also ich kann immer waschen, ne, aber ich hatte speziell halt auch am Freitag, dadurch, dass wir Besuch hatten, hätte ich auch entspannt alleine den ganzen Waschkram machen können und der Karl wäre hier oben geblieben und wäre ja trotzdem immer da gewesen, der auf ihn aufpasst. Ich habe aber trotzdem eigentlich nur am Sonntag gewaschen, zwei Maschinen aber dafür. Trotzdem ist halt echt viel Wäsche liegen geblieben und ich war auch gerade unten und habe schon die erste Maschine angestellt. Genau so weit, also ich habe halt nicht wirklich was gemacht und heute wird erstmal die ganze Wohnung durchgesaugt. Das macht allerdings unser netter Staubsauger. Wir haben gestern unseren Fernseher angeschlossen, zum allerersten Mal überhaupt. Seit der hier hängt, und der hängt über ein Jahr schon hier. Das sieht jetzt hier oben halt alles noch provisorisch aus. Also der Stromversorgung und der Anschluss zur Xbox geht halt nach hier, also zum Kühlschrank. Und unser Kabel kommt hier aus der Wand, deswegen geht es dann hier so hoch. Aber wir suchen auch schon lange nach so einer Verkleidung für die Kabel, was halt auch hier und hier nötig ist für dieses Lichtsystem. Wenn ihr da irgendwelche coolen Tipps habt, ich meine, wir wissen selbst, was es da so an Standardmethoden gibt, aber wir wollen was zum einen Ausgefallenes, zum anderen vielleicht auch Dekoratives und trotzdem Individuelles, was am besten auch noch zur Küche passt. Also wer Ideen hat, haut alles in die Kommentare, wir sind da ein bisschen überfragt, aktuell noch, genau. So, ich bin fertig. Ihr habt jetzt gesehen, das war kein aufwendiges Make-up. Das war einfach nur Eyeliner mit ein paar Tusche. Ja, und beim zweiten Auge voll verkackt, der Eyeliner. Aber ich glaube, das ist Standard. Und zwar bin ich, habt ihr vielleicht gesehen, zwischendrin immer dem Staubsauger ausgewichen. Der kam hier nämlich schon. Der hat aber jetzt noch ein Stück zu tun. Ich überlege gerade, was ich jetzt machen wollte. Ich glaube, ich gucke mal, wie trocken die Wäsche, die ich gestern aufgehängt habe, schon ist. Und dann gibt es ein bisschen viel Papierkram abzuheften und so. Habe ich zwar gar keine Lust drauf, muss aber auch mal sein. Mir ist gerade was richtig Krankes passiert. Und zwar, also, ich habe vorhin, es war aber vorhin schon, festgestellt, dass hier Wasser draufsteht, ne? Einfach so, hier ist voller Dreck. Es ist eingestaubt, ne? Hier steht aber einfach Wasser und ich weiß nicht von was. Wo kommt dieses Wasser bitte her? Kann mir das jemand sagen? Weil ich habe ja hier nicht abgewischt, sonst wäre ja der Dreck weg. Und das ist ja so richtig stehendes Wasser. So, jetzt kommt aber das viel krassere. Ich habe gerade, kleinen Moment, ich stelle mal hier eben meinen Mülleimer weg. Ich habe gerade den Klodeckel aufgemacht. Und der ganze Klodeckel ist von unten, also von innen nass. Auf der Klobrille steht ganz viel Wasser. Und ich weiß nicht, wie das da hinkommt, weil der Klodeckel war ja geschlossen. Und ich war zuletzt auf Toilette heute Morgen, also bevor ich den Karl in den Kindergarten gebracht habe. Danach habe ich den Klodeckel geschlossen. Ich überlege gerade, ob ich gespült habe vor dem Klodeckel schließen oder danach. Aber egal wann, da muss ja irgendwo Wasser
hergekommen sein. Ich habe vor Angst, dass das Wasser aus der Toilette kam. Die Frage ist, wieso das dann am Klodeckel und auf der Klobrille wäre. Und ja, wieso hier überhaupt irgendwas mit Wasser passiert, während ich nicht da bin. Ich check das nicht. Ich überlege gerade jetzt einfach mal probehalber zu spülen, um zu sehen, ob das vielleicht vom Spülen kommt. Also wisst ihr, wie ich das meine, dass irgendwas kaputt ist und das Wasser da beim Spülen da so aus dem Klo rauskommt. Das wäre natürlich jetzt sehr unpraktisch, wenn ich hier davor stehe, spüle und dann kommt das Wasser hoch. Aber es kam auch nicht Wasser, was aus der Toilette hochgedrückt wurde, oder? Weil sonst wäre das ja auch hier unten, weil dann wäre das ja auch drüber gelaufen. Das ist so seltsam, ich habe voll Angst gerade. Na, ich spüre jetzt mal. Ist alles ganz normal. Wirklich. Was ich auch noch dazu sagen muss, der Wasserstand in der Toilette war gerade sehr niedrig, als ich das festgestellt habe. Aber wieso ist denn hier Wasser? Ist vielleicht hier irgendwas kaputt, dass sich das Wasser da irgendwie hochdrückt oder so? Ich check das überhaupt nicht. Ich habe gerade voll Angst, hier auch auf Toilette zu gehen, ne? Leute, das ist nicht normal. Ich muss jetzt mal ein Foto machen. Ich schicke das mal Philipp. Vielleicht hat der irgendeinen Plan. So, ich habe mal ein bisschen gegoogelt und mich selbst, ich sag mal, insofern beruhigt, dass ich gesehen habe, wie heute Morgen die Gullis gereinigt wurden mit Hochdruck. Und ich habe halt auch gelesen bei so von solchen Stadtwerken, dass die dann geschrieben haben, dass es halt sein kann, dass da irgendwie Luft dass da Luft irgendwie falsch. Ja, falsch entweicht in diesem Falle und es dazu so dazu kommen kann, dass dann Wasser, Luft oder sogar Rückstände aus der Toilette, also ehemalige Stuhlgänge sozusagen, hochgedrückt werden können. Aber das, ich sag mal, dass da irgendwie Kacke hochkommt, ist nur der Fall, wenn bei der eigenen Toilette eine Verstopfung oder sowas, eine Verengung vorliegt. Hier war jetzt wirklich ganz sauberes, reines Wasser. Ich habe jetzt auch nochmal gespült, der Wasserstand ist wieder gut und ich erkläre mir es einfach so, dass hier ein großer Blub an Luft rauskam und damit an den Klodeckel gespritzt hat, das wiederum auf die Klobrille getropft ist und dass halt wirklich nur Luft war. Und aufgrund dessen, dass ich das heute früh gesehen habe, mit diesen Rohrreinigungsautos, die wirklich direkt vor dem Haus unterwegs waren, bin ich erstmal ein bisschen beruhigt. Ich habe Philipp ein Foto geschickt und ihm auch meine Theorie geschrieben. Und ich hoffe einfach, dass er sowas Ähnliches vermutet. Und mein erster Schreck ist jetzt erstmal überwunden. Der Staubsauger ist in der Zeit auch schon fertig. Ich habe erstmal gegoogelt, jetzt habe ich das alles trocken gewischt und ja, also kein Grund zur Panik. Ich würde auch mal sagen, wenn ihr sowas mal erlebt, vielleicht erinnert ihr euch, dass früh jemand die Rohre gereinigt hat oder was auch immer. Also ja, ich hoffe, dass es daran lag. So, es ist ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe in der Küche den Geschirrspüler ausgeräumt, hier noch die neue Wäsche zu der alten Wäsche dazu gehängt, jetzt der Wäsche dann auch voll, also ich darf heute nichts mehr waschen. Ich wasche dann wahrscheinlich morgen wieder, ich habe gerade noch eine trockene Hose entdeckt und ich habe übrigens auch gesehen, dass in der Badewanne das Wasser ein bisschen hochgekommen war, weil da stand nämlich die Babywanne so drin zum Austrocknen und da waren so Wasserspritzer dran. Wobei ich denke, dass das Wasser auf dem Rand, was ich euch da gezeigt habe, nicht davon kommt. Also das ist wahrscheinlich aus einem anderen seltsamen Grund dort, aber ja, genau. Soweit erstmal. Ich saß ja schon ein bisschen am Video, werde jetzt auch noch gleich weitermachen. Und also an Videos. Ich habe gerade noch zwei Thumbnails bearbeitet. Und ja, genau. Ich bin jetzt erstmal videomäßig an dem Punkt, dass ich
kurz warten muss, bis ein Video hochgeladen ist. Unsere Internetgeschwindigkeit ist gerade super langsam, das ist total seltsam. Ich weiß allerdings nicht, woran es liegt. Ich werde mir jetzt erstmal Essen machen. Und dann hoffe ich, dass es dann mit dem Video hier erstmal soweit fertig ist. Hier steht noch 4 Minuten, dann muss es aber noch verarbeitet werden. Also. Hallo, ich bin jetzt schon auf dem Weg zum Auto. Es regnet nämlich gerade nicht und ich weiß gar nicht, ob ich es erzählt habe, aber ich habe vorhin im Auto aufgeräumt, also Müll raussortiert und so. Der Renault wird sehr schnell zur Müllhalde, wenn ich mit Karl unterwegs bin und dann, ja, was weiß ich halt, dadurch, dass ich halt den Karl dabei habe, er jetzt auch in einem Alter war bisher, wo er halt viel noch getragen wurde und nicht halt einfach aus dem Auto selbst dann gelaufen ist und so. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine oder was für ein Alter oder generell auch in was für eine Situation man dann als Eltern ist. Auf jeden Fall hat man dann halt nicht immer die Zeit oder Hände frei, um allen möglichen Müll mit rauszunehmen und so. Und im Auto liegt es ja immer erstmal ganz gut. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Wenn man sein Auto regelmäßig innen reinigt, dann sortiert man ja vorher alles raus und dann findet man ja alle möglichen Dinge, vor allem halt Müll, Kassenzettel, dann diese komischen Karten, die man immer ins Auto gesteckt bekommt und sowas. Ja, auf jeden Fall habe ich vorhin aufgeräumt, habe unter anderem auch eine Holzlatte gefunden. diese Holzlatte hier, die war aus dem Bus und wir haben die mal so im Renault zwischengelassen. Und seitdem nicht weggeräumt, die lag auf der Rückbank und ich weiß nicht, wann bei mir das letzte Mal jemand auf der Rückbank mitgefahren ist. Also doch neulich, letzte Woche Philipps Mama, aber das war im Leihwagen. Da war ich mit dem Polo unterwegs von der Autowerkstatt und da hatte ich sie mal mit dabei. Das war natürlich ein bisschen doof, weil der hatte keine Türen hinten, aber ja. Auf jeden Fall saß bei mir ewig nicht mehr jemand auf der Rückbank. Und deswegen musste da nicht aufgeräumt werden. Nächstes Wochenende kommt allerdings meine Familie und da werde ich bestimmt mal meine kleinen Schwestern irgendwo hinfahren oder so. Und dann sitzen die ja dann auch auf der Rückbank. So, ich gehe zum Auto. Ich habe mir meinen alten Studentenausweis aus Chemnitz mitgenommen. Ich versuche nämlich mal von der Heckscheibe den Aufkleber abzukriegen. Ihr wisst ja, wir haben so einen Onkelsaufkleber hinten drauf. Und da fehlt das Z. Wir waren im Urlaub, ich glaube nur übers Wochenende und danach war das Z ab. Ich denke nicht, dass es jemand abgerupft hat, weil wieso sollte man das tun? Ich denke, das ist witterungsbedingt abgegangen und durch den Scheiben wir schon so und wir versuchen jetzt alle anderen Buchstaben auch abzukriegen, um dann, weil es sieht so doof aus, also wer die Onkels nicht kennt, der hat denkt dann hier, wir haben irgendwas verkackt da mit dem Aufkleber oder weiß ich nicht, oder können ihn gar nicht deuten, was auch immer und deswegen ist es halt einfach doof, wenn da ja, nur so ein halber Aufkleber ist. Boah, ich habe hier eine neue Jacke, ne? Bin mir dabei noch nicht ganz so einig, was ich von diesen Bändern hier halten soll. Die habe ich, ich sag mal, gebraucht, geschenkt bekommen. An sich finde ich die ganz cool. Nur diese Bänder hier, das sieht aus wie so von so einem Schiff. Wisst ihr, was ich meine? So, ich habe jetzt noch eine Viertelstunde und versuche jetzt mal mit dem Studentenausweis da irgendwas anzurichten. Ich habe jetzt keinen Reiniger oder so, weil der Glasreiniger ist im Bus. Philipp ist mit dem Bus unterwegs, also auf Arbeit. Und was ich noch sagen wollte, wir haben unten vom, wie heißt denn das? Mir fällt gerade der Name nicht ein. Das ist so ein, ich sag mal, Händler für Autowaschdingens. Ich blende euch das jetzt ein. Es ist Werbung, es ist unbezahlt, es ist Werbung, weil ich euch das ja jetzt erzähle. Auf jeden Fall habe ich Philipp so eine Box geschenkt mit so Autowasch, ich sag mal Zusätzen oder so bestimmten, was weiß ich, Felgenreiniger. Da ist auch ein Glasreiniger bei, glaube ich. Na, auf jeden Fall haben wir das im Keller. Ich frage Philipp mal, ob ich das verwenden kann, weil ich glaube, da ist auch was bei, was super geht, um so Aufkleber abzukriegen oder diese Rückstände dann davon. Ich frage ihn gleich mal. So, ganz toll. Ich wollte euch die gerade zeigen, diese Reiniger. Jetzt finde ich die gerade nicht, aber wir haben ganz toll aufgeräumt im Keller. Also wenn ihr wüsstet, wie es hier vorher aussah. Ich gucke jetzt eben mal spontan, so grob, wo ich sie vermuten würde. Das wäre hier in der Ecke. Ja, da hinten.
wie Philipp gestern schon sagte, so muss das System Keller funktionieren. So, jetzt haben wir die Akkuschraube und den kann es auch ganz hinschieben. So. Und das sind sie. Und da haben wir hier zum Beispiel Innenraumreiniger, Shampoo, geil, ey. Wahrscheinlich mit Wachs zusetzen, Felgenreiniger, hier, das ist der Glasreiniger, Kunststoffpflege mit Neuwagenduft, geil, Felgenreiniger Aktivgel, Premiumreiniger mild, Quick Detailer, heißt das so? Wahrscheinlich. Before Cleaner, also Vorreiniger. Und dann, ach, hier sind unsere Felgendeckel, seht ihr? Von den Sommerfelgen. Ja, und dann sind hier noch solche Sprühaufsätze. Ich nehme das jetzt mal mit ins Auto, weil selbst wenn Philipp mir jetzt nicht rechtzeitig Bescheid sagt, also wenn er nicht Bescheid sagt, wenn ich nicht benutze, dann jetzt sagt, hier, du kannst sie doch benutzen. Wir waren ja für das Auto gedacht, weil für den Bus nutzt man nicht sowas. Was ich aber sagen wollte, selbst wenn er mir jetzt nicht rechtzeitig Bescheid sagt, könnt ihr schon mal im Auto umgehen. Ich probiere das dann erstmal nur mit dem Studentenausweis. Genau. So, jetzt nehme ich die erstmal mit und gehe mal raus zum Auto. Bin gleich wieder da. Also. Ja, die Jacke haben wir ausgezogen, ne? Wir sind wieder zu Hause. Ich habe gerade den Karl abgeholt und ich habe... Ja, ich sag mal, guten Erfolg gehabt beim Aufkleber abmachen. Ich habe nicht den kompletten Aufkleber abgemacht, ich blende euch jetzt ein, sondern nur den Schriftzug, wo der Buchstabe gefehlt hat. Ist mir so mittendrin eingefallen, dass ich auch das erstmal machen kann. Mal sehen, was Philipp dazu sagt. Und dann habe ich diesen Cleaner, wie heißt der? Dieses eine, den Glasreiniger verwendet. Und dann habe ich diese, ich sag mal, Dreckrückstände, die entstehen, wenn man also auf der Rückscheibe einen Aufkleber hat, speziell bei Text, also Buchstaben, und wenn man dann immer Scheiben wischt, also mit dem Scheibenwischer, und kann ich jetzt hier gut? Okay. Und dann immer der Scheibenwischer an dem Buchstaben sozusagen den Dreck hängen lässt, wenn ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall habe ich diese... Geh mal weg, ich muss hier den Stuhl anschieben. Auf jeden Fall habe ich diese Rückstände mit dem Glasreiniger super gut weggekriegt. Bilder sind ja schon eingeblendet, auch mit Glasreiniger zu sehen. Und auf jeden Fall war es dann aber zeitlich sehr knapp. Vorsicht, wenn du aufstehst. Weil ich ja dann den Karl abholen musste und deswegen habe ich draußen nicht nochmal gefilmt und jetzt rückzu als wir wieder kamen, da hat es geregnet, deswegen habe ich da nicht gefilmt, aber wir können euch das bestimmt dann nochmal zeigen, eventuell ja auch, wenn Philipp sagt, der Rest soll auch noch ab, aber ich finde es jetzt eigentlich ganz gut so. Genau, jetzt gibt es erstmal ein bisschen Kaffee trinken. Der Karl hat hier schon einen Keks, den er aber drüben vergessen hat. Du hast deinen Keks vergessen. Den hat er dort abgelegt. Ja, deinen Keks hast du vergessen. Du musst den wieder mit herbringen. Oder kochst du erstmal was? Okay. Vorsicht!